eigentümliche Apparat? Er besteht aus drei Teilen. Es haben sich im Laufe der Zeit für jeden dieser Teile gewissermaßen volkstümliche Bezeichnungen ausgebildet. Der untere heißt der Zeichner. Der obere heißt das Bett. Und der mittlere schwebende Teil heißt die Egge. Die Nadeln sind eggartig angeordnet. Auch wird das Ganze wie eine Egge geführt, wenngleich auch bloß auf einem Platz von viel Kunstgemäßer. Hier auf das Bett wird der Verurteilte gelegt. Es ist ganz und gar mit einer Watteschicht bedeckt. Auf diese Watte wird der Verurteilte bäuchlings gelegt, natürlich nackt. Hier sind für die Hände, hier für den Hals, hier für den Kopf Riemen, um ihn festzuschnallen. Wenn der Mann auf dem Bett liegt, wird dieses in Bewegung gebracht. Es zittert in winzigen, sehr schnellen Zuckungen gleichzeitig, seitlich sowie auch auf und ab. Sowohl das Bett als auch der Zeichner haben ihre eigene elektrische Batterie. Das Bett braucht sie für sich selbst, der Zeichner für die Egge. Der Egge ist die eigentliche Ausführung des Urteils überlassen. Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertrieben hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben. Es wäre nutzlos, ihm das Urteil zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib. Die Egge entspricht der Form des Menschen. Hier sind die Eggen für den Oberkörper. Hier sind die Eggen für die Beine. Für den Kopf ist nur dieser kleine Stichel bestimmt. Wenn der Mann auf dem Bett liegt und dieses in Bewegung gebracht ist, wird die Egge auf den Körper gesenkt. Sie stellt sich von selbst so ein, dass sie nur knapp mit den Spitzen den Körper berührt. Ist die Einstellung vollzogen, strafft sich sofort dieses Stahlseil zu einer Stange. Und nun beginnt das Spiel. Ein Nicht-Eingeweihter erkennt äußerlich keinen Unterschied in den Strafen. Die Egge scheint gleichförmig zu arbeiten. Zitternd sticht sie in den Körper ein, der überdies vom Bett aus zittert. Um es nun jedem zu ermöglichen, die Einstellungen des Urteils zu überprüfen, wurde die Egge aus Glas gemacht. Es hat einige technische Schwierigkeiten verursacht, die Nadeln darin zu befestigen. Es ist aber nach vielen Versuchen gelungen. Wir haben keine Mühe gescheut.
Bilder durch das Glas sehen, wie sich die Einstellung im Körper vollzieht. Sie sehen zweierlei Nadeln in vielfacher Anordnung. Jede lange hat eine kurze neben sich. Die lange schreibt und die kurze spritzt Wasser aus, um das Blut abzuwaschen und die Schrift immer klar zu erhalten. Das Blutwasser wird dann in kleine Rinnen geleitet und fließt endlich in die Hauptrinne, deren Abflussrohr in die Grube führt. Im Zeichner ist das Räderwerk, welches die Bewegungen der Ecke bestimmt. Und dieses Räderwerk wird nach der Zeichnung, auf die das Urteil lautet, angeordnet. Es ist natürlich keine Schönschrift für Schulkinder. Man muss lange darin lesen. Es darf natürlich keine einfache Schrift sein. Sie soll ja nicht sofort töten, sondern durchschnittlich erst in einem Zeitraum von 12 Stunden für die sechste Stunde ist der Wendepunkt berechnet. Es müssen also viele, viele Zierarten die eigentliche Schrift umgeben. Die wirkliche Schrift entzieht den Körper nur in einem schmalen Gürtel. Der übrige Körper ist für Verzierungen bestimmt. Die Egge fängt zu schreiben an, ist sie mit der ersten. Anlage auf dem Rücken des Mannes fertig, rollt die Watteschicht und wälzt den Körper langsam auf die Seite, um der Egge neuen Raum zu bieten inzwischen. Legen sich die wundbeschriebenen Stellen auf die Watte, welche infolge der besonderen Präparierung sofort die Blutung stillt und zu neuer Vertiefung der Schrift vorbereitet. Die Zacken am Rande der Ecke reißen dann beim weiteren Umwälzen des Körpers die Watte von den Wunden, schleudern sie in die Grube und die Ecke hat ihm wieder Arbeit. So schreibt sie immer tiefer die 12 Stundenlang die ersten 6 Stunden lebt der Verurteilte fast wie früher, er leidet nur Schmerzen nach 2 Stunden wird der Filz entfernt, denn der Mann hat keinen Kraft zum Schreien mehr. Hier in diesem elektrisch geheizten Napf am Kopfende des Bettes wird zu warmer Reisbrei gelegt, aus dem der Mann, wenn er Lust hat, nehmen kann, was er mit der Zunge erheischt. Keiner versäumt die Gelegenheit erst um die 6. Stunde verliert der Mann das Vergnügen am Essen. Der Mann schluckt den letzten Bissen selten, er dreht ihn nur im Mund und speit ihn in die Grube wie still. Wird dann aber der Mann um die 6. Stunde. Verstand geht dem Blödesten auf. Um die Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einer Verführung bringt, sich mit unter die Ecke zu legen. Es geschieht ja nichts weiter. Der Mann fängt bloß an, die Schrift zu entziffern. Er spitzt den Mund, als horche er.
ist natürlich nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern. Unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden. Er ist es natürlich viel Arbeit. Er braucht 6 Stunden zu ihrer Vollendung. Dann aber spießt ihn die Ecke vollständig auf und wirft ihn in die Grube, wo er auf das Blutwasser und die Watte niederklatscht. Dann ist das Gericht zu Ende.